Stefanie Hertel, bitter betrogen. Mitten im Urlaub kam der Schock. Ihren letzten Urlaub konnte Stefanie Hertel wohl nicht so ganz genießen. Betrüger nutzen ihre Identität. Paris, die Stadt der Liebe, sollte für Stefanie Hertel, 44, und Ehemann Lenny, 49, ein Ort voller Zauber und unvergesslicher Momente werden. Doch das wurde die Zeit dort nicht, denn mitten im Urlaub kam der Schock. Betrüger nutzten Stefanies Identität, um Fans in eine fiese Falle zu locken. Stefanie Hertel, fiese Betrugsmasche mit ihrem Namen. Und so flog alles auf. Auf Facebook ließ Stefanie ihre Fans an ihrem Städtetrip teilhaben, postete Fotos von ihrem Glück. Doch Betrüger nutzen die Aufnahmen, um ein gefälschtes Profil mit ihrem Namen zu erstellen. Kommentierten die Follower das Bild, bekamen sie eine Nachricht: Herzlichen Glückwunsch, du gehörst zu den Gewinnern meines Sonderevents. Siehe meinen letzten Beitrag. Dazu ein Link, der auf den ersten Blick auf Stefanie Hertels Seite führt. Um zu gewinnen, sollte man seine Daten eingeben. Aber es war nur ein fieser Trick. Die Drahtzieher dahinter, eine Firma aus London, bekannt für Datensammlung und unerwünschte Werbeanrufe. Als Stefanie davon Wind bekam, griff ihr Management sofort ein. Der Betrug wurde aufgedeckt. Doch ihre Reise nach Paris hatte damit einen üblen Nachgeschmack.